Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hollow Knight. Letztes Mal habe ich ja leider mal wieder all mein Geld verloren. Deswegen werde ich jetzt als erstes damit beginnen müssen, mein alter Ego wieder aufzusuchen. Oh, du bist ja ganz nah. Damit ich die ganzen Münzen, die ich letztes Mal so mühselig erkauft, nee, erworben. Ist erworben das richtige Wort? Erworben habe. Dass das nicht umsonst gewesen war, das ganze Gefarme hier schließt. Ah! Da habe ich mich gerade noch rechtzeitig dran erinnert. Schließlich wäre das sehr, sehr unschön. Ach ja, genau. Der Putztyp hat mich erwischt. Da war ich etwas zu ungeduldig. So. Komm her und setz es nicht. Ja, da sind sie wieder. 377 Münzen. Wunderbar. Gut, das hätte ich erledigt. Jetzt ist die Frage, gehe ich wieder zurück oder gehe ich weiter in den grünen Weg? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Gute Frage. Ich glaube, ich gehe einfach nochmal wieder zurück und versuche möglichst viele Münzen noch mitzunehmen. Oder ich kaufe erstmal das ranzige Ei und gucke, was mir das bringt. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Also zurück nach Mistmund. Wäre ja schön, wenn hier auch irgendwo eine Hirschkäferstation wäre. Dann könnte ich hier einiges abkürzen, aber die habe ich noch nicht gefunden, also muss ich einmal zu Fuß laufen. Naja, ein bisschen Sport kann ich gebrauchen. Ich bin schließlich ein Ritter. Ein hohler Ritter zwar, aber ein Ritter. Ich sollte also nicht aus der Form kommen. Gut. Gut. Da wäre wieder der Eingang zur vergessenen Wegkreuzung. Bei der Gelegenheit kann ich auch gleich noch ein bisschen Geld mitnehmen. Brauche ich ja sowieso noch einiges an Geld. Vielleicht brauche ich die Items auch erstmal noch überhaupt nicht, um weiterzukommen. Das ist die Frage. Deswegen, ich probiere es erstmal mit den günstigsten Items und gucke, ob mich das irgendwie weiterbringt. Weil bevor ich hier jetzt stundenlang Viecher töte, für ein klein wenig Trinkgeld sollte ich erstmal diese Möglichkeit auslotsen. Wo bin ich überhaupt? Ach, ich bin schon an Mistmund vorbeigerannt. Ja, das ist nicht optimal. Perfekt. Dann gehen wir mal zu meinem neuen besten Freund, nämlich zu Sly. Und kaufen ihnen dieses komische Ei ab. Weil ich glaube schon, dass es irgendeinen Sinn im Spiel hat. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich irgendwie ein sinnloses Item kaufen konnte. Gibt es bestimmt, aber ja, ich nehme das einfach mal mit und gucke, was es mir bringt. So, und danach brauche ich halt. Ja, ich muss ja nicht sofort die Laternen nehmen. Ich kann ja auch erstmal den Schlüssel nehmen und gucken, wo der mich weiterbringt. Aber vorerst lasse ich es bei den ranzigen Ei und werde Quirrell einen Besuch abstatten und gucken, ob der irgendwie anders mit mir interagiert, wenn ich ihn wiederfinde. Aber ich glaube, ja, ich glaube, der war direkt hier im nächsten Raum. Genau, da war der drin. Tempel des schwarzen Eis. Ach ja, Eis, ja klar.
Ich habe zuerst an das Eis gedacht, was man essen kann. Bin typisch ich. Für alle, die es nicht wissen, ich liebe Eiscreme. Aber Quibble ist nicht mehr da. Ja, toll. Dabei habe ich dir ein wunderschönes ranziges Ei mitgebracht. Geht's hier weiter? Bin jetzt ganz enttäuscht, dass der Typ nicht da ist. Wird mir der irgendwie auf der Karte angezeigt? Nein, hier ist nur der Hirschkäfer. Obwohl da oben ist ja so eine Markierung und die orangen Markierungen waren, glaube ich, die, wo wichtige Käfer sind. Also laufe ich jetzt einfach mal zu der orangen Markierung hin und schau, ob mich das weiterbringt. Ich habe diese ganzen Kartenerweiterungen schließlich nicht umsonst gekauft, oder? Ich hoffe zumindest, dass ich sie nicht umsonst gekauft habe. Na, ansonsten hat Cornefas Frau wenigstens ein bisschen Geld. Wenn sie schon kein Ehemann hat, der sich um sie kümmert, hat sie jetzt wenigstens ein bisschen Geld eingenommen. Davon kann sie sich einen neuen Ehemann kaufen oder was auch immer. Oh, da ist der Wurm hin verschwunden. Oh, ich finde die so niedlich. Da ist ja noch einer. Und oh, der wirft mir Münzen zu. Der Große da oben. Das ist aber lieb. Okay, also diese Würmer kehren hierher zurück und schmeißen mir nach und nach bei jedem Besuch Münzen zu. Habe ich das richtig verstanden? Oh, das ist ja cool. Das ist ja ein richtiger Ansporn, diese Würmer zu suchen. Also sie sind niedlich, das ist auch schon Ansporn genug, aber nice. Okay, es gibt noch einige andere Wege, die ich verfolgen könnte. Ich muss nicht unbedingt in den grünen Weg rein. Na, das war ja wieder Premium von mir. Und das auch. Ja, passiert. Ich möchte trotzdem den grünen Weg nochmal erkunden. Und schauen, wie mich das weiterbringt. Auch wenn ich am liebsten Professor Quirrell sein komisches Ei gegeben hätte, aber es sollte wohl nicht sein. Er musste ja wegrennen. Weiß gar nicht warum. Na gut. Und da wären wir wieder im grünen Weg. Ups. Oh. Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Es gibt überhaupt gar keine Gegner mehr hier. Oh, warte, oh, warte, oh, da. Da unten rechts konnte ich nicht weiter, oder? Weiß schon wieder überhaupt nicht mehr, was ich letzte Folge erkundet habe. Das ist nicht gut. Ah. Ah. Okay, stimmt ja, die explodieren ja. Ich vergaß. Ich vergaß, dass der Käfer mich vergast. Oder so ähnlich. Ignoriert das bitte. Also das. Okay, ich bin zu ungeduldig. Los, mach Puff.
Ups, falsche Taste. Ich gucke jetzt mal, wie es hier weitergeht. Hier war ich schließlich noch nicht. Es gibt so viel zu erkunden. Ja. Du kannst auch sagen, dass ich einfach wieder gehen soll, aber... Ach, ich kann dir auch zuhören, aber du scheinst in keiner guter Laune zu sein. Kleiner Knirps, furchtlos kommst du daher. Bist du ein Jäger wie ich? Fühlst du das innere Verlangen, zu lauern, zu töten, zu verstehen? Dann nimm mein Journal, es wird dir helfen. Anfangs wird der Text unverständlich sein, aber ein erfahrener Jäger wird seine Worte verstehen. Wage dich in die Tiefen dieses Landes und erschlage seine Bestien. Erweise dich als würdig, das Zeichen des Jägers zu tragen. Der war überraschend freundlich. Journal des Jägers. Drücke I, um das Menü zu öffnen, und öffne die Journalseite. Besiege Feinde, um neue Einträge im Journal anzulegen und die Notizen des Jägers zu entziffern. Ich hatte jetzt irgendwie einen Bosskampf erwartet oder sowas, aber dass mir ein sechsäugiges Monster, was mich anfaucht und was in einer Höhle lebt, die mit Zähnen, deren Eingang mit Zähnen gesäumt ist, dass es mir etwas schenkt, das habe ich auch nicht erwartet. Das passiert beim Finanzamt schließlich auch nicht, aber gut. Dann gucke ich mal ins Journal. Die Karte? Nein. Zurück. Journal. Rachefliege. Ah, Lufträuber, der seine Beute unnachgiebig verfolgt. Dieser wilde kleine Jäger jagt Wesen nach, die um ein Vielfaches größer sind als er selbst. Wo wundernswert. Doch er ist schwach und ich habe hunderte von ihnen mühelos und sorgenfrei verschlungen. Wunderbar. Hast du gut gemacht. Furchtsamer Aasfresser, der auf der Suche nach Futter durch die Höhlen krabbelt. Langweilig und erbärmlich, kaum einen Kampf wert. Ich bin oft genug reingerannt, aber das sage ich dem Jäger lieber nicht. Grummer, einfältiges Geschöpf, das wahllos herumschwert und Dinge stößt. Besiege sie noch 7 mehr, um die Notizen des Jägers zu entziffern. Okay, also... Gut. Der Jäger sagt... gibt uns Hinweise oder seine Meinung. Er gibt einfach seine Meinung dazu, wenn wir die Leute besiegen. Okay. Krummelmutter. Okay, Hauptsache besiege noch 2 mehr, um die Notizen des Jägers zu entziffern. Ich dachte, das wäre ein Bossgegner. Okay, das scheint später ein normaler Gegner zu werden. Okay. Tick, tick. Benutzt seine kleinen, scharfen Klauen, um auf Wänden und Dächern herumzuklettern. Ach, das war ein anderer Gegner? Hielt das für denselben wie den hier? Das stimmt, sie sehen anders aus. Jetzt für denselben Gegner. Okay, gut, ja. Appetjäger besiegt seine Beute, indem er eine ätzende Flüssigkeit spuckt, jagt oft in Schwärmen. Ja. Und die Aspid. Achso, Aspidjäger, nicht Apid. Aspidmutter. Okay, ja. Gut, das hier ist unser Käferjournal. Und ich muss noch einiges... Ah, den falschen Ritter habe ich schon freigeschaltet. Eine Made, die von einer seltsamen Kraft in den Wahnsinn getrieben wurde, bewohnt einen gestohlenen Panzer. Okay, es war eine Made, kein Schweinchen. Schwache Geschöpfe lieben es, die Stärke von anderen zu stehlen. Sie leben kurz und in Angst und sehnen sich nach genügend Macht, um diejenigen zu beherrschen, von denen sie zuvor beherrscht wurden. Okay, das sagt der Jäger dazu. Er lebte in Angst. Na natürlich, hier, halte Schale, weicher Kern. Das trifft auf unseren Freund, den falschen Ritter, wirklich zu. Na gut. Egal, ich habe hier erstmal genug geguckt. Ja, okay, nettes Feature, aber bringt mich vorerst nicht weiter.
Da kann ich später mal drin rumstöbern. Hui! Oi, ja, genau. Die sind so unglaublich niedlich. Okay, Cuteness Overload hat mich gerade gekillt. Hier war ich doch auch schon mal. Ja, das... Ich bin einfach nicht hier in diese Ecke gegangen. Na gut. Ich sollte mehr alle Ecken erkunden. Was bist du? Ach ja, genau. Ich erinnere mich an dich. Gibt doch... Oh, no! Ich sollte mich nicht mit so vielen Gegnern gleichzeitig anlegen. Okay, wo bin ich verreckt? Oh, das ist ja... Okay, ich muss ein bisschen weiter weglaufen. Aber Moment. Nein, okay, da war nichts. Und wieder zurück. Ich springe sehr zielsicher immer in die Attacken der Gegner rein. Ich sollte das lassen. Das ist keine Fähigkeit, die mir in diesem Spiel weiter von Nutze sein wird. Glück kann auch nützlich sein. Vielleicht gibt mir der Jäger ja noch etwas, wenn ich nur genügend seiner Geschöpfe angegriffen habe. So von wegen... Oh, das war jetzt aber wirklich beeindruckend, dass du diese ganzen Geschöpfe, die ich auch schon erlegt habe, auch nochmal erlegt hast. Du bist wirklich ein wahrer Jäger. Oder so etwas könnte er sagen. Und dann gibt er mir irgendwie noch etwas viel Tolleres. So, erstmal gib mir mein Geld wieder. Das habe ich mühsam zusammengespart. Und diesmal lege ich mich mit... Die sind außer Reichweite. Das ist echt fies. Hauptsache, ich renne trotzdem noch rein. Ich sollte das lassen. Das habe ich mir, glaube ich, auch schon angeguckt. Wer die Wege des Weißen Königs verlässt, muss sich dem Gesetz der Unten beugen. Ja, kommt mir bekannt vor. Das heißt, ich habe jetzt die Wege verlassen und muss mich jetzt irgendein Gesetz beugen. Ist das eine Bank? Oh, Gott sei Dank. Ja, ich habe noch nicht die Erweiterung für meine Karte, die mir Bänke anzeigt. Vielleicht sollte ich die auch bei Gelegenheiten nochmal kaufen. Oh, ich höre einen Wurm. Ach nee, ich höre keinen Wurm. Ich höre nur einen Gegner. Was rotzt du da nach mir? Hör auf damit, das ist... Okay, da komme ich nicht ran. Hört auf, nach mir zu spucken. Das ist unhöflich. Diese Pflanzen haben keine Manieren. Ich weiß schon, warum Veganer Pflanzen essen. Bist du lieb? Kann ich auf dir... Ich hatte ja irgendwie gehofft, ich kann auf den Panzer von diesem Viech springen und mich... einfach über die Seeche tragen lassen, aber anscheinend geht das nicht. Schade.
Vielleicht brauche ich dafür noch irgendeine Fähigkeit, die ich nicht habe. Auch um hier hinzukommen, brauche ich anscheinend eine neue Fähigkeit. Gut, also hier komme ich vorerst auch nicht weiter. Weder links noch unten. Schade. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ich sollte im grünen Weg eigentlich noch nicht unterwegs sein. Lass mich in Ruhe. Und du auch. Okay, ich greife dich jetzt an, um Seele zu gewinnen. Und hoffe, dass es sich lohnt. So, ja, genau. Jetzt kann ich erstmal wieder ein bisschen heilen. Gut. Das sind mir zu viel von diesen Viechern. Die bringen auch nur 2 Münzen. Das ist absolut nicht gerechtfertigt. Die müssten ein bisschen mehr Geld meiner Ansicht nach bringen, aber... egal. Nein, du schockst mich nicht nochmal. Kann ich dich mit Seele besiegen? Ho! Okay, du... aha, okay. Der tut nur gefährlich. Aber trotzdem kann ich ihn mit meinem Rachegeist nicht besiegen. Ich sollte nicht auf die Karte gucken, wenn ich irgendwo hinspringe, wo ich genau weiß, dass diese Viecher erscheinen. Das ist keine gute Idee. War ich hier schon mal? Oh, da bist du ja wieder. Hey, warte. Warum läufst du weg? Bin ich so furchteinflößend? Ich höre wieder einen Wurm. Bin mir ganz sicher. Ist es hier ein Versteck? Nein, ist es nicht. Okay. Weiter nach oben. Oh, das sieht aus... oh, das ist... ah, wunderschön. Ich glaube... das öffnet einfach nur eine Tür. Aber dahinter ist eine Bank. Und Bänke habe ich immer gern. Gut, aber ich glaube, an dieser Stelle ruhe ich mich erstmal wieder aus. Ist ein guter Moment, um die Folge zu beenden. Und deswegen sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!